So, herzlich willkommen zum neuen Video, zu einem kleinen Real Talk, sage ich es einfach mal dazu. Das ist mein erstes Mal, wo ich so einen Real Talk mache tatsächlich, aber ich glaube, es ist einfach angebracht. Wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal angucken, nämlich, es ist wirklich angebracht. Für die, die es wissen, ich habe ja gestern einen Livestream gemacht, also gestern Abend, beziehungsweise ich wollte streamen, sagen wir einfach mal so. Ich habe versucht zu streamen, Entschuldigung wegen der schlechten Qualität, aus einem einfachen Grund. Gestern war das Internet nicht besonders. Hoffen wir mal, dass es heute Abend besser wird. Es ist eben so, dass es ein Real Talk über Division 2 gibt und ich glaube, der ist auch notwendig. Denn ich lasse jetzt das ganze Ding hier einfach mal laufen. Das ist jetzt das, was im Stream gestern passiert ist. Ich lasse das Ganze einfach mal laufen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es ist auch meine direkt persönliche Meinung, also ihr könnt eine ganz andere Meinung haben, von meiner Sicht her. Aber ich sage, Division 2 ist ein Spiel, es ist cool gemacht. Es ist wirklich Bombe, muss ich sagen. Gegnermäßig, also levelmäßig, designmäßig und so weiter, ist wirklich sau stark gemacht. Wirklich eins der besten Spiele, was Grafikdetails betrifft und so weiter und so fort. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wirklich. Aber wenn wir uns eine Sache angucken, das ist es gerade heroisch, wo ich gespielt habe gestern. Wenn wir uns eine Sache angucken, dieser Damage, der hier vertreten ist, das ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist überdimensional. Wisst ihr, was ich meine? Dieser überdimensionale Damage, den du hier bekommst, im Großen und Ganzen, das ist nicht auszuhalten. Das ist unmöglich. Das Besondere daran ist, das werdet ihr auch gleich sehen, ich kann das auch gleich zeigen, ich habe ja gestern noch auf Herausforderung, also runtergestellt, dass die nicht mehr so stark sind. Selbst da war das. Ich habe Serverwechsel gemacht im Stream gestern. Nichts. Das ist abnormal. Jetzt kann ich nämlich zurück und mache nämlich, glaube ich, einen Wechsel von heroisch auf Herausforderung. Ich glaube, es war das. Glaube ich. Genau, es war das nämlich. Es wechselt sich nämlich. Glaube ich, hier war das. Okay, nee, jetzt kommt gleich, ich habe erst die Mission neu gestartet. Aber dieser Schaden, den man bekommt von diesen NPCs, der ist irre, der ist wirklich. Ich kann das einmal zeigen hier. So. Gehen wir mal hier hin zu dieser Stelle. Es ist wirklich betrachtlich, diesen Damage, den man bekommt. Da muss ich wirklich sagen, so wie es ist. Dass man natürlich Schaden bekommt, ist natürlich ganz klar. Aber es kann nicht sein, dass du hier einen Schuss bekommst und ist komplett die Rüstung weg. Plus gleich der Lebensbalken. Da frage ich mich, was ist die Rüstung definitiv drin? Ganz ehrlich. Da frage ich mich wirklich persönlich direkt. Und ich meine, das ist ganz Besondere. Schaut euch das an. Der Roboter schießt mich einmal an, schon ist alles was. Das ist zu beachten. Das kann man wirklich beachten. Ja, da oben am LMG. Wir treffen ihn nicht, aber er trifft, da zieht man den Lebensplan runter, obwohl ich noch Rüstung habe. Guckt euch das an. Das sind gerade zwei Gegner. Das ist zu beachten. Da sind noch nicht mal Taktiker dabei, Schrotflinten, Granatpenner oder was weiß ich, was da alles was rumläuft. Und allein schon, wie viel Leben dieser Roboter hat. Allein schon dieser Lebensbalken. Ich weiß nicht, wo der den hergezogen hat, oder aus dem Arsch gezogen oder so. Ja? Ich bin schon am Anfang und habe eigentlich keine Medikits mehr. Ich sterbe jetzt wieder, weil die da rausstürmen. So halber, ja, sterbe es gleich wieder, glaube ich. Das war ja hier ein Fehler. Ja. Gut zu sagen, du kannst ja nicht mal wegrennen, nicht mal das funktioniert. Ja, das ist unmöglich. Das Besondere ist, es ist nicht immer. Also es gibt quasi Tage, da muss man sagen, es läuft easy, es läuft ganz normal. Und es gibt auch Momente, da muss man sagen, da sind die Bots auf einem anderen Niveau. Wisst ihr, was ich meine? Die sind auf einem anderen Niveau. Und mit diesem Niveau kannst du nicht spielen. Hier wechsle ich es gerade auf Herausforderung, weil es da einfacher ist für mich, normalerweise. Und es guckt genau, was passiert, wenn ich auf Herausforderung. Also, guckt euch dann, ich denke, ich bin auf Legendär. Sage ich euch so, wie es ist. Und das ist einfach nicht mehr normal. Also irgendwie haben die, ist dieses Bot-System einfach, ich weiß nicht, die haben das überhaupt nicht im Griff. So, ich habe das dann sogar noch umgestellt, was ich nicht umgestellt habe. Auf Herausforderung, die Mission komplett resettet. Ich habe Serverwechsel gemacht, wie gesagt, aber es hat nichts gebracht, wirklich nichts. Es ist wirklich einfach nicht normal. Ich finde, sie sollten das Bot-System überarbeiten. Die Bots sind einfach zu stark. Wenn sie diesen Ausraster bekommen, auf Deutsch gesagt, diesen Ausraster bekommen,
können. Da sind die einfach zu stark, diese NPCs. Kann man sagen, was man will. Der Schaden, den ich jetzt hier mache, ist natürlich besser. Der Roboter natürlich, das ist so ein Scharfschützenroboter, dass der ein bisschen mehr Damage macht. Alles vollständig. Ne? Aber das passt auch, wenn ich in diesen Raum reinlaufe. Pass auf, was da passiert in diesem Raum. Das ist abartig. Das ist abartig, was da ist, das passiert. Und ich muss da wirklich kämpfen. Ich habe eigentlich keine Medikits mehr. So gesehen, im Großen und Ganzen gleich. Wie gesagt, das kann einfach nicht sein, dass du das eigentlich nicht schaffst, egal welche Ausrüstung du anhast oder sonst irgendwas. Ja? Du kannst nur rote Objekte anhaben beispielsweise, selbst dann wirst du es nicht schaffen. Du kannst 5 Millionen Rüstung anhaben, dann wirst du es nicht schaffen. Das ist abartig, das ist wirklich abartig. Ich finde, das Bot-System sollten sie überarbeiten. Das sollten sie einfach überarbeiten im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, das werden wir hier in Division 2 nicht mehr erleben. Das ist das Traurige. Wie gesagt, das ist schön gemacht und alles. Es ist auch realistischer gemacht mit den NPCs. Aber es ist zu stark einfach. Es ist einfach zu stark. Jetzt könnte man ja natürlich sagen, gut, okay, diese Missionen sind nicht für Solo-Spieler gemacht. Das ist für die Gruppe gemacht. Ja, da hat man natürlich in dem Moment recht. Aber auf der anderen Seite müsst ihr sehen, in der Gruppe wird es schon schwerer. Wenn beispielsweise auf der Straße ein Dicker steht und du spielst alleine, dann kommen in der Mission 4 Dicke, weil du zu viert bist. Das ist so wie mit den Huntern. Alleine kommt 1 bis 2 Hunter. Oder Rogue-Agenten. Nehmen wir die Rogue-Agenten, sagen wir mal. Wenn du alleine bist, kommen 2 Rogue-Agenten. Immer. Wenn du zu viert bist, kommen 5 Rogue-Agenten. Es wird ja nicht leichter, es wird ja schwieriger. Du hast ja noch mehr am Backen. So gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Es wird ja schwieriger. Das ist ja nicht wie bei Division 1, wo man sagen kann, gut, da können dann 4 Spieler in einer Gruppe können dann auf einen Dicken gehen, weil ja auch nur einer da ist. Bei Division 1 hat sich das nicht verändert, da war die Bot-Level-Zahl, die war gleich. Bei Division 2 verändert sich das aber. Umso mehr Spieler, umso mehr Bots hast du. Und das heißt, es wird in der Gruppe automatisch schwerer, es wird aufgestockt. Also in der Gruppe ist es noch nicht mal mehr leichter. Wenn ich wirklich ehrlich bin, würde ich sagen. Und diese Lebensballen, also dieses Leben und Rüstung, was sie da bekommt, das merkt man beeinträchtigt, definitiv. Also, ne, es ist wirklich schon ein Wunder, wenn da überhaupt jemand noch Schaden macht. Ja, da kann man sich schon drüber freuen, wenn man 100.000er Crit-Treffer landet, ja. Da kann man sich wirklich schon drüber freuen, wenn ich wirklich ehrlich bin. Ja, zu gewissen Situationen fällt mir da nichts mehr ein. Und an abgesehen davon, dieses intergruppische Spielen, ja, alles schön und gut. Aber auch noch eine andere Sache, ja. Wenn du zu viert in der Gruppe bist, möchte man, dass jeder mal angeschossen wird. Und nicht nur 5 Level gespielt werden, dann wird immer nur einer angeschossen. Das haben etliche Spieler haben diese Probleme, mit Sicherheit. Es wird immer nur einer in dieser Gruppe angeschossen. Bist du zu viert in einer Gruppe oder zu zweit, immer nur einer. Immer nur dieser eine. Er kriegt so viele Granaten abgeschmissen, dass er auf jeden Fall stirbt, dieser eine. Das heißt, dieser Kollege, der ist schon mal weg. Der ist schon mal weg. Gut, das ist ein goldener Roboter. Ein goldener Roboter. Der macht so viel Schaden, das werden wir 5. Das ist zu beachten. Das ist wirklich zu beachten. Ja. Das ist einfach meine Meinung dazu. Wie gesagt, ihr könnt eine ganz andere Meinung haben. Aber ab diesem herausfordernd heroisch, gerade mit diesem neuen Update, was sie da gemacht haben. Ich habe also manchmal mit meinem Kollegen gezockt, separat, ohne aufzunehmen, etc. Ja, bin ich da hingegangen, habe mir gedacht, Digga, wir waren beim Kontrollpunkt, das war heroisch, da sind 5 Ressourcen-Konvois gekommen, dann noch Nachschublieferungen, dann waren noch die Kontrollpunkt-Penner dabei, dann waren noch Straßenbots dabei, da sind irgendwo welche Dicke hergerannt, die komischen Läufer sind noch gekommen, da waren irgendwelche Gasmasken da rumgelegen, wo noch Gas ausgesetzt, da kamen irgendwelche Granatmörser noch dazu. Ja, Digga, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Da waren diese ganze Karte, das war wie wenn man GTA 5 100 Sterne hat, beispielsweise. So war die Karte an dem Blick. Du hast da keine Chance. Du hast keine Chance, da auszuweichen. Ich weiß nicht, was sich Ubisoft bei diesem Bot-Niveau gedacht hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, ich kann es euch einfach nicht sagen. Aber dieses Bot-Niveau ist meiner Meinung nach. Scheiße, ein Bot-Niveau, das. Das müssten die überarbeiten, Digga. Meine Meinung. Meine persönliche Meinung.
So gesehen. Und bei dieser Meinung bleibe ich auch. So gesehen. Ab diesem Level mit heroisch, legendär sowieso. Und dieses Herausforderer mittlerweile auch nach diesem Update, wo sie machen. Allein schon dieser Mörser in der Mission. Manning National und so. Ja, dieser Mörser. Dieser Mörser macht so viel Schaden, als wären da fünf legendäre Schaufeln vor dir. Das ist zu beachten. Das ist nur ein Mörser. Und guckt euch das an. Er war hier nicht gestanden. Guckt euch das an. Das ist genauso ein Beschiss. Das ist meiner Meinung nach Beschiss gewesen. Er war hier nicht gestanden. Hier ist kein NPC rumgelaufen. Guckt euch an. Hier ist kein NPC rumgelaufen. Und plötzlicherweise steht einer neben mir. Denn von rechts kann gar keiner kommen. Die kommen nämlich alle von links. Wisst ihr wahrscheinlich? Also diese NPCs, die bescheißen, wo es geht. Und wenn wir dann anfangen zu bescheißen, Warlink nutzen, Aimbot nutzen, was weiß ich was da alles sind für irgendwelche Glitches und Cheats, dann werden wir noch als Niederträchtig betrachtet, weil wir es nicht anders erkennen. Ja, wenn wir uns dieses Bot-Niveau angucken, kann man ja nur noch bescheißen, wenn man ehrlich ist. Da wird einem schlecht, wenn man so einen Schaden bekommt. Wofür ist die Rüstung drin? Wofür ist das Leben drin? Wofür ist das? Das ist eigentlich vollkommen für den Arsch, sage ich euch, so wie es ist. Wie gesagt, da kann jeder eine eigene Meinung haben. Wir möchten, aber meiner Meinung nach, sind solche Sachen ausbauen. Definitiv. Ich bin gespannt, ob den Division 3 raushauen. Und wenn den Division 3 raushauen, garantiere ich euch, da wird das Bot-System noch beschissen. Das garantiere ich euch auch ein heiliges Lied. Ubisoft kennt da keine Grenzen. Das ist denen egal. Denen ist nur wichtig, die Spieler hauen rund um die Uhr dran und sie kassieren ihr Geld, sitzen auf dem Stuhl. Das ist denen wichtig. Man sieht es ja mit dem Fehler eben. Ein Fehler rein, die nächsten fünf drin, Delta. Da noch den Mike und da noch den Mike Delta. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, ich will auch jetzt nicht zu lange darum reden. Ich habe da drauf eigentlich auch ehrlich gesagt mir das anzugucken. Ne? Wenn ich ehrlich bin, ich habe Zeitverschwendung, ne? Auf Deutsch gesagt. Ja, ne, wisst ihr, was ich meine? So gesehen. Wie gesagt, das war jetzt mein direkter Real Talk, war was anderes wie Real Talk, sage ich mal. Das ist das erste Mal. Ob es gut war oder nicht, wie gesagt, kann man sich drüber streiten. Man sagt ja immer, es wird immer besser, Stück für Stück. So gesehen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne ein Abo da lassen. Es wird, wie gesagt, jeden Tag kommen Shorts. Normale Videos zwischendrin auch mal noch, also wo nicht aus dem Livestream entstehen. Livestreams kommen so 2 bis 3 in der Woche, je nachdem, und daraus werden dann dem Stream Highlights geschnitten, Reaktionen und so weiter, kommt alles noch Stück für Stück mal später dazu. Und wie gesagt, das war meine das war mein Vlog, das ist meine Meinung, diese Meinung werde ich für immer haben. Das heißt nicht, dass ich Division 2 nicht mehr spielen werde. Ich finde halt einfach dieses Bot-System übertrieben. Ich finde es einfach übertrieben. Und wie gesagt, Entschuldigung wegen der schlechten Videoqualität. Das ist vom Stream auch eine schlechte Qualität. Das hatte ich schon mal. Aber das war gestern die Internetverbindung. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, ich hör auf, macht keinen Sinn. Ich hoffe, dass das heute besser ist mit der Internetverbindung. Denn heute möchte ich nämlich den dritten Boss machen von der Season 10. Der kommt nämlich heute. Heute müsste das, glaube ich, sein. Und da würde ich gerne einfach streamen, wenn das möglich wäre. Wenn nicht irgendwann die Woche oder die Tage. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Stream. Können wir vielleicht mal babbeln oder reden. Oder ihr schreibt, ich rede, wie auch immer. Damit wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis heute Abend vielleicht. Und haut rein.